Frage natürlich, was verdient ihr daran? Also was nehmt ihr, wenn ihr so eine Geschichte zustande bringt? Das ist immer unterschiedlich. Und wenn wir jetzt einen Kunden schweizweit begleiten, zum Beispiel wenn der von Zürich über die Bahnhofstraße oder die Poststraße in Chur, in Davos an der Promenade oder an der Via Meister in St. Moritz bis hin nach Genf an die Rue de Marché, Rue de Rive oder an die Rue de Ronne möchte, dann schaut es bei dem natürlich anders aus, als wenn wir für jemanden ein einmaliges Geschäft begleiten. Mhm. Also nehmt ihr Prozente oder von der ersten Monatsmiete oder wie funktioniert das? Wie gesagt, das ist jedes Mal unterschiedlich. Wir sind natürlich honorarbasierend honoriert. Nein, das ist der falsche Ausdruck. Ja. Wir bekommen ein Honorar. Mhm. Und dieses Honorar wird jedes Mal separat besprochen, verhandelt, kommt immer auf die Höhe der Transaktion an. Und da kann man keinen einheitlichen Richtwert sagen. Ich merke schon, ich kann dir da nichts entlocken. Da will ich auch gar nicht weiter nachfragen. Nehmen wir mal ein weiteres Beispiel, nämlich diese Passage Paradeplatz von der Credit Suisse. Mhm. Wie wird die angenommen? Ist die stark frequentiert? Nein. Nicht. Woran liegt es? Es liegt daran, augenscheinlich, dass die Geschäfte versteckt sind. Man kann beim Eingang von Armani nur schätzen, ob der jetzt dort ist oder ums Eck rum, weil er nicht wirklich ersichtlich ist für den Passanten. Das ist das Beste bei Zenia, die haben dort mittlerweile die beste Performance weltweit in diesem Geschäft. Von ihren 140, 150 Geschäfte weltweit ist das Zürcher das Beste. Und dann geht man eben in die Passage rein. Und dort hat jetzt erst Montblanc die Fläche vergrößert, ca. 300 Quadratmeter groß. Und die Fläche hinten dran, die hat jetzt in den letzten 5 Jahren 3-mal den Mieter gewechselt. Also haben die vergrößert, was zugunsten des Eigentums und hat dann nicht mehr so viel Mieterwechsel. Und rechts davon ist Bottega Veneta, gehört zur Gucci-Gruppe. Und wenn die beiden auch ihre Schaufenster an der Straße hätten, dann würden viel mehr Menschen hineingehen und würden dann auch hinten ins Restaurant den Weg finden. Und das war früher der Strozzi von Herrn Strozzeger, der wieder auch zumachen musste, genau wie die Frau Nicole Diem. Für die Bank ist es eine von vielen Immobilien. Es ist so, wie es ist. Es hat ein sehr bekannter Architekt gestaltet und ja. Da besteht kein großer Bedarf, momentan augenscheinlich dort was zu verbessern. Ich habe von dir eine Aussage gelesen, dass es Zürich an einigen Stellen sogar zu gut geht und dass dadurch möglicherweise auch Entwicklungen verschlafen werden. Mhm. Was meinst du damit? Zum Beispiel, es passt jetzt ganz gut, die 5 Höfe in München. Die wurden dort erst nach 7 Jahren von den Bewohnern angenommen. Aber die haben der Stadt, gerade der Kaufingerstraße, ein neues Bild verliehen. So etwas gibt es in Zürich nicht. Das sind die Behörden, die Stadtverwaltung, die Bauverwaltung. Und wer da noch alles mitentscheidet, die ganzen Politiker, die da alle mitreden möchten, die sind zu träge in der Schweiz, etwas zu bewegen. Meine Aussage ist richtig, weil es ihnen allen zu gut geht. Mhm. Von dir kommt auch die Idee, auch das habe ich gelesen, zu einem sogenannten Flaniermeilenplan. Mhm. Was um alles in der Welt ist ein Flaniermeilenplan? Also wir flanieren ja mal, wenn wir einkaufen gehen, wenn wir am Sonntag spazieren gehen, dann flanieren wir. Und die Webseite heißt zum Beispiel auch shopping-miles.com. Und da kann man sich anschauen, welches Geschäft wo platziert ist. Also man kann im Prinzip so ein bisschen die Besucherströme nachzeichnen oder wie funktioniert das? Ja, wenn man dann eben unsere Dienstleistung in Anspruch nimmt, ja, dann bekommt man diese Auswertung. Hm. Wie viele Passanten wo, an welchem Punkt frequentieren, wie viel Geld die dort ausgeben in dem jeweiligen Geschäft. Und ja, da kommt noch vieles dazu, wenn man uns beauftragt, um den Standort zu evaluieren. Und das ist dann wieder diese wahnsinnig aufwendige, kleinteilige Arbeit, nämlich zu gucken, wo gehen die Leute eigentlich lang und wo kaufen sie was, ne? Ja, wenn man das einmal richtig erhoben hat und dann die Zahlen immer wieder aktualisiert, dann hat man das in der Datenbank und kann das dann quasi aus der Schublade nehmen, muss es aber jedes Mal wieder individuell auf die Bedürfnisse anpassen. Mhm. Wir haben jetzt ja vor allen Dingen über Geschäfte gesprochen, über große Marken. Mhm. Welche Rolle spielt denn die Gastronomie? Immer eine sehr große Rolle, das wurde auch vernachlässigt in Zürich und das ist auch wieder der Aufruf an die Stadt, dass sie da endlich was tun, dass die Gastronomie Flächen bekommt und dass die Bahnhofstraße mehr bestuhlen können, weil seit das Gotthard weg ist, gibt es bis auf das Café Ernst und
nochmal ein, zwei kleinere Cafés keine Möglichkeit, an der Bahnhofstraße einen Kaffee zu trinken oder auch geschweige denn irgendwas zu essen. Mhm. Wie ist es denn mit der virtuellen Shoppingmeile für Zürich? Ist das schon online? Kann man das schon sehen? Das sind eben diese Also Flanierplan ist gleich virtuelles Shopping? Entweder auf Deutsch flaniermeilen.ch oder shopping-miles oder auch meilen.com. Mhm. Und was ich auch gehört habe, ist, dass Apple demnächst kommt mit einem Flagship-Store in Zürich. Habt ihr da auch mitgemischt? Wir haben Apple auch beraten, ja, aber über die einzelnen Deals, über die Transaktionen, da kann man keine Auskunft geben. Mhm. Man hört immer wieder vom Trend zur Vertikalisierung. Mhm. Was heißt das? Was ist eine Vertikalisierung? Eine Vertikalisierung. Man kann zum Beispiel ganz gut beobachten die Unterschiede bei Esprit. Esprit hat verschiedene Konzepte für die ganze Familie. Dann für den Herrn, für uns gibt es einzelne Geschäfte. Oder dann für die ganz Jungen. Und dann als im Gegensatz gibt es Geschäfte wie Bonita für die Dame ab 35 auf dem Land oder 40 in der Stadt, die ein einheitliches Konzept überall haben, haben überall mehr oder weniger die gleichen Angebote und die haben noch zusätzlich ein Herrengeschäft. Aber alle gleich und bei Esprit gibt es, die gehören alle dieser Firma und bei Esprit haben sie auch Partner, die Geschäfte betreiben, also die guten Standorte oder besser gesagt die Standorte in den Metropolen betreiben sie selbst, weil das sind die Aushängeschilder, die Flagship-Stores und die anderen Geschäfte werden von Partnern als Franchise-Nehmer betrieben. Mhm. Vermischt sich bei dir auch manchmal so Berufliches und Privates, also dass du mit deiner Frau einfach mal so Probe flanierst und mal guckst, wo dich der Strom so hinführt? Genau. Heute Abend in Barcelona, Zwischenstopp nach auf eine Insel. Ah, okay. Ja. Aber bist du denn auch so mit Blog unterwegs und schreibst dir da so ein paar Sachen auf, die wichtig sind? Der Fotoapparat ist immer das zweite Gedächtnis, 16:9, der damit immer schön alles breit genug drauf ist. Dann kann man immer noch drauf sprechen, gibt es so ein Mikrofon und das ist dann das zweite Gedächtnis. In welchen anderen Ländern seid ihr denn noch aktiv, von der Schweiz mal abgesehen? Momentan in Deutschland, Skandinavien und in fast ganz Osteuropa. Und Südosteuropa. Auch noch in Griechenland, in Athen, im Stadtteil Kolonaki. Ich meine, was du machst, ist ja irgendwie sehr speziell, muss man sagen. Ja. Wie bist du denn zu dem geworden, was du jetzt heute machst? Ja, durch die Ausbildung zum Immobilienkaufmann bin ich nach München gekommen. Bei der Allianz habe ich nach dem Oktoberfest gemerkt, jetzt sollte ich vielleicht doch noch was Gescheites tun. Habe nochmal die Schulbank gedrückt, dann BWL studiert in Bremen und in Leeds in England. Bin dann übers Praktikum zu Ernst & Young gekommen, dort in den Transaction Support. Ist also selber ein Groß gewesen, da wurden dann große Firmen verkauft, Automobilzulieferanten oder Softwarefirmen. Und über den Weg bin ich dann zu diesem Geschäft wieder zurück, zu dem gekommen, was ich eigentlich mal gelernt habe. Aber eigentlich ist unser Geschäft auch ein Unternehmensberatungsgeschäft und hat nichts mit dem eines Immobilienmaklers zu tun. Mhm. Wenn du noch so einen kleinen Blick in die Zukunft geben kannst, wie wird sich das alles so entwickeln? Nehmen wir mal Zürich. Sehr spannend, das hängt immer von Politikern ab. Man kann jetzt schauen, im Bahnhof, der wird umgebaut für den neuen unterirdischen Bahnhof Löwenstraße nach Oerlikon. Dann gibt es den Stadtraum HB, heißt er momentan, das sollte mal einen neuen Namen bekommen. Das geht von der Siel weg bis zur Langstraße, ein riesiger neuer Stadtteil mit der diagonalen Europastraße durch. Und da könnten 50.000 Quadratmeter neue Retailfläche entstehen. Aber die SBB als Projektverantwortliche, sage ich mal, die bräuchten vielleicht noch einen Berater, der ihnen dann genau sagt, wie sie dort die Ankermieter setzen. Willst du dich hier gerade ins Gespräch bringen für diese Beratung? Nein, momentan ist einfach Fakt, dass sie plus 20.000 bis 25.000 Quadratmeter Retail geplant haben und die oberen Geschosse und die unteren Geschosse vergessen und die momentan nicht in die Nutzung mit einbezogen sind und somit kommen auch keine Ankermieter dorthin. Sprich, dass man Grund hat, vom Bahnhof dorthin zu gehen, das ist momentan in der Planung nicht so. Mhm. Ja. Lass uns zum Schluss noch sprechen über Winterthur. Mhm. Wie attraktiv ist Winterthur für Marken, für Geschäfte? Momentan kaufen diejenigen, die in Winterthur wohnen und in Zürich arbeiten, in Zürich ein und nicht in Winterthur. Das wird sich ändern in der Zukunft. Winterthur hat die stärkste Kaufkraftentwicklung
der Schweiz ist die am kräftigsten wachsende Stadt in der Schweiz und hat enormes Potenzial, aber das ist ähnlich wie in Zürich, da gibt es nur das Untertor beim Bahnhof und die Marktgasse. Und ansonsten gibt es dort keine Einkaufsmöglichkeiten. Mhm. Wir betreuen jetzt neu ein kleineres Shoppingcenter, nachdem wir schon ein anderes an der Zürcher Straße vermietet haben, das Werk 2. Da haben wir die Eigentümer beraten, wurde jetzt durch eine Bank gekauft. Und da haben wir nach dem passenden Mix für die künftigen Eigentümer geschaut und den auch zustande gebracht. Dasselbe machen wir dort in der Nähe vom Hauptbahnhof momentan auch. Marc-Christian Riebe, zu Gast im Talk mit Herrn Thomas. Danke fürs Kommen. Dankeschön.